herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Mein Name ist Valeria Tochtenhagen. Ich unterstütze dich rund um das Thema Liebe und Partnerschaft, Persönlichkeitsentwicklung und spirituelle Entwicklung als Coach, Hypnose-Master und spirituelle Lehrerin. In dem heutigen Video schaue ich für dich in der Karten, und zwar ich bringe dir hier diese wundervolle Karten Oracle of Visions Karten Deck mit von Ciro Marchetti und ziehe für dich 4 Karten als Impuls, was bei deinem Gegenüber gerade los ist, welche Impulse, welche Botschaften zu dir wollen, was du daraus machen kannst, wie du das Ganze optimal für dich nutzen kannst. Heute haben wir einen besonderen Tag, denn heute haben wir Venus Trigon und das hilft dir auch wirklich mehr diese Liebe zu leben. Genau, ich schaue auf meinen Zettel, denn heute zelebriere ich auch ein kraftvolles Ritual für dich und für dein Herzensmenschen, und zwar Power of Love. Also es geht darum, diese Liebesenergie noch mehr zu aktivieren und in dein Leben fließen zu lassen. Wir haben jetzt natürlich auch die Portaltage. Da bewegt sich auch sehr viel, auch was gelebt werden möchte. Aber bevor wir die Karten ziehen, habe ich noch etwas Schönes für dich. Stimme dich darauf ein und lass dich darauf ein, denn alles beginnt mit sich darauf einlassen. Und dazu bringe ich dir die Kristallschale mit. Schließe deine Augen, sei ganz achtsam, sei ganz dabei. Einlassen ist das Wichtigste im Leben, alles was du machst. Wenn du deine Bereitschaft dazu hast, kann daraus was Wundervolles werden. Ja, und jetzt ziehen wir die Karten für dich. Ja, wenn du gerne bei dem Ritual dabei sein möchtest, sichere dir einen Platz, denn ich nehme nur 7 Teilnehmer. Ich nutze die Kraft der magischen 7 bei den Ritualen. Denn das hat wirklich sehr, sehr viel Energie. So, ich ziehe für dich 4 Karten als Medium. Sende mir deine Gedanken. Was sollst du hier heute wissen in Bezug auf dich und deinen Herzensmenschen? In Bezug auf Liebe? Wir fragen die Engel um Botschaften. Ja, wundervoll. Und wenn du eine ausführliche Legung, wie gesagt, sei morgens dabei, meistens morgens, den Livestream zelebriere ich mit einer Tasse Kaffee, und das ist jetzt also auch ziemlich neu, und wenn es euch gefällt, also ihr könnt auch später reinschauen. Dennoch würde ich mich freuen, wenn du auch in diesem Video kommentierst, wie dir dieses Format der Karten gefällt. Ja? So, oder wie du die Energien generell für dich wahrnimmst. Was machen diese Energien mit dir? Wie merkst du das jetzt gerade in den Portaltagen oder wenn so Venustage sind? Wie nimmst du das wahr, dass dein Gegenüber sehr viel an dich denkt? Oder bist du da auch ganz achtsam mit dir, mit deinen Emotionen? Ich würde mich sehr freuen über deine Kommentare. So, also es ist jetzt heute wirklich wichtig. Also es ist eine Hilfe, denn also Hilfe ist für dich unterwegs, denn ich habe das Gefühl, dass du dich nicht richtig entscheiden kannst. Und so nimmt dich dein Gegenüber auch wahr. Du hast hier das blaue Buch und das grüne Buch. Und du hast auch irgendwie eine Maske an. Du hast noch keine richtige Entscheidung getroffen. Und das kommt bei deinem Gegenüber genauso an. Ja? Und es kommt genauso an. Und er möchte, dass du eine Entscheidung triffst. Denn es ist alles möglich mit dem Magier.
Also er möchte das auch manifestieren. Vielleicht ist er auch hier bei mir dabei oder macht er gerade das Coaching, wo du das gar nicht weißt, dass er bei mir ist und an sich arbeitet. Ja, und du kannst natürlich auch an dir arbeiten, damit das mit euch in das nächste Level gehen kann. Denn ich sehe jetzt hier schon auch die weiße Taube. Also eine friedvolle, tolle, lichtvolle Energie. Also es ist alles möglich und da sind also wirklich die Impulse auch bei deinem Gegenüber verstärkt da. Ich habe das Gefühl, dass dein Gegenüber wirklich die innere Kindthemen anschaut und das ist auch wirklich Hilfe in der Nähe, damit das auch Bewegung ins Spiel kommt. Also er kommt nicht drum herum, also er kommt nicht drum vorbei und ich sehe jetzt hier, wie gesagt, diese innere Kindthemen, das bringt auch Bewegung wieder in eure Situation. Du bist sein Puzzlestück, aber er ist noch nicht ganz fertig. Also da fehlen noch ein paar Stückchen, die er sucht. Vielleicht auch in seiner Persönlichkeit fehlen noch einige Stücke. Du kannst ihn unterstützen, dass er seine Ängste, seine Blockaden, seine Themen angehen kann, indem du wirklich Impulse ihm gibst. Denn was du auslöst, kommt auch bei deinem Gegenüber an. Und dazu nochmal eine kurze Aufmerksamkeit, denn freitags findet immer auch eine besondere Legung statt. Jetzt die letzte Wochen haben wir das zelebriert, auch von der männlichen und weiblichen Seite. Schreibe auch einfach in die Kommentare, wie dir das gefällt, wie dir unsere Arbeit hier gefällt. Wir freuen uns darüber sehr. Und jetzt ziehe ich natürlich eine Karte für dich. Aus diesem wundervollen Kartendeck. So, welche Energie möchte dich erreichen heute? Was fühlt dein Herzensmensch für dich? Der sagt zu dir, habe Vertrauen. Habe Vertrauen, um etwas verändern zu können, muss man es zuerst auch akzeptieren, so wie es ist. Ich hoffe, du hast dich hier wiedergefunden. Wenn das der Fall war, freue ich mich sehr. Und ich freue mich auch, wenn du das nächste Mal dabei bist. Ich sage Dankeschön und bis bald.